Und jetzt hier rauf. Tarzan! Die große, dunkle Frucht sieht verdächtig aus. Mein Gott, eine riesen Aubergine. Eine Aubergine schmeckt nach nix. Aha. Ah. Sicher. Und theoretisch kann ich hier farmen ohne Ende, weil hier tauchen unendlich von diesen Affen auf. Ich muss nur diese Frucht kaputt hauen. Jetzt lassen sie nur Scharaden. Donald tot. Ja, danke fürs Aus dem Weg schuppen, Cookie. Was machen die später auch noch in der Arena? Oh mein Gott, das wird so nervig. Also, was passiert? Mr. Clayton kam zum Zelt und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Clayton? Gorillas gefangen. Turk weggelaufen. Wir müssen den Gorillas helfen. Suppi, aber... Dafür muss ich zu einem Speicher. Ich glaube, ich weiß, wo ich dafür hingehe. Dankeschön. Hier sind die Baumwipfel, hier ist noch gar nichts los. Aber hier ist ein kleiner Speicherpunkt und da tausche ich dann Anton durch Tarzan aus. Da ich keine Tiltex mehr mache in diesem Besuch, werde ich einfach Donald auch nicht brauchen. Gut. Zeit zum Baumhaus zu gehen. Kamera! Zeit zum Baumhaus zu gehen, von da aus in den Bosskampf runterzuspringen. Claytons Herzloser sieht in dem Spiel übrigens auch wieder anders aus. Also die meisten herzlosen Bosse haben eine neue Farbe gekriegt. Sollte meinte ich jeder zu Fuß ran, aber das mache ich nicht. No! Bist du mal ein Jäger? Lässt dich von einem kleinen Jungen ablenken? Clayton? Not Clayton. Not Clayton. Nun, scheiß noch drauf. Monsieur schreit erstmal auf. Aber ich mach die Herzlosen platt. Autsch. Clayton hat unendliche Potions. Das heißt, man sollte ihn permanent angreifen, weil er sich sonst immer heilt. Er ist immer Schaden und macht das schon. Es ist ja noch schlechter Angewohnheit, als Nägel zu fressen. Obwohl man keine Fingernägel mehr hat. Bums. Er könnte mich jetzt abknallen. Normalerweise müsste es einen noch töten, aber er macht es viel epischer. Können wir auch nicht mehr abhauen. Ja. Erstmal dem Herzlosen eine reinhauen. Das Vieh ist nicht leicht. Okay, das ist schon ziemlich leicht. Das ist schnell auszunocken. Und Gott, sieht das Vieh cool aus. Nicht so typisch Tarnfarbe Armee, sondern... Danke, Heilschnappe. Tarzan.
Wenn man ihn lange genug in Ruhe lässt, schmeißt der Clayton irgendwann runter. Den kann man nicht abwehren. Ha. Jetzt kriegt das Ding erstmal keinen Schaden, wir können zum Clayton fahren. Wobei ich aber auch sagen muss, man kann den Herzlosen trotzdem retten, das gibt einem extra 80 Punkte, glaube ich. Okay, jetzt kommt der Angriff. Das macht er dreimal. Das ist eine komische Anwandlung. Macht aber. Boah, komm, ey! Mistvieh, lauf damit! Hat er jetzt echt den Schlag abgefangen? Ich glaub's nicht. Gut, Herzloser besiegt, gibt sogar nur 30 Punkte, echt jetzt. Okay, er war ja auch schnell down. Und der Rest des Kampfes besteht nur darin, Clayton die HP runter zu buttern. Der Typ ist so einfach. War nach jedem Schlag staggert. Wenn man ihn in der Ecke hält, so wie ich hier. Ich schlag gerne die Scheiße aus dem Rost, ich mochte ihn noch nie. Dann ist er. Eine Sache von Minuten eigentlich. Systemfehler. Ich wäre ja da weggelaufen, aber wahrscheinlich war er zu verwundet dafür. Kraft der Heilung erhalten, die Magie Vita erlernt. Na also. Hallo Kerchak und Carla. Ich wünsche, die hätten mehr von diesen Gorillas, die im Film da waren, aufgegriffen. Es gab durchaus welche, die waren lustig. Zum Beispiel Tjaks Freunde. Das ist der wunderschöne Wasserfall, den Tarzan damals runtergesprungen ist, glaube ich. Obwohl, nee, warte mal, nein, das war ein anderer. Na gut, Kerchak hat uns jetzt zum Teil des Dschungels gebracht, an dem die Gorillas praktisch leben. Und jetzt gibt es einen kleinen Kletterakt. Gut. Hier gibt es haufenweise Kisten abzustauben. Ich kann sie einsammeln, ich kann es auch lassen. Ich sammle sie ein, weil dann muss ich es nicht nochmal machen. Obwohl es später viel einfacher ist mit Sportsmann am Gleiter und Paragleiter. Und von den ganzen Welpen, die man einsammelt. Wisst ihr, je mehr Welpen man nach Hause bringt, desto mehr Geschenke bringen einem Pongo und Perdi, also die beiden Dalmatiner. Aha. Am Ende, wenn man alle Welpen nach Hause gebracht hat, kriegt man sogar Gummikollektion. Das sind dann sämtliche Gummisteine in maximalem Vorhandensein. Also öfter kann man die Steine gar nicht haben. Öfter braucht man sie auch nicht. Zumal man sowieso dann schon halbwegs coole Schiffe bauen kann. Ist zwar immer noch nicht so derbe, was man dann bauen kann, aber was diese ganzen Upgrades bringen, das ist geil. Aber dazu kommen wir auch erst viel später im Spiel. Leider. Deswegen, ich werde jetzt eben auf Klo gehen und die Katzen ablaufen lassen. Hm.
This is your home? But that means... Huh? Ooh. Oh. The waterfalls. They're echoing all the way here. Friends there. Sea friends. Oh, now I've got it. Ah. Means heart. Friends in our hearts. Heart. Oh, so that's what it meant. Friends. Same heart. Clayton. Lose heart. No heart. No sea friends. No heart. No friends. Sorry about what I said. I'm sorry too. Yeah, 0-1, huh? But it's sure not the king's. I think someone has a new admirer. No, 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 no! This will kill me! What drew the Heartless to that world? The Hunter lured them there. It was his lust for power that was the bait. But it seems the bait was too tasty for his own good. Yeah, he got chopped instead. A weak-hearted fool like him stood no chance against the Heartless. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Fear not. It will take him ages to find the rift. Besides, he remains blissfully unaware of our other plan. Yes, the princesses. They are falling into our hands, one by one. Speaking of which... Nun, hätte man Alice im Wunderland vorher nicht gemacht, dann hätte man Schneewittchen da sehen können. Tja, dann. Dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Wo ist überhaupt euer Schiff? Also, nicht weit weg. Quack. Sora, Tarzan, Freunde. Ort Plexus erhalten. Das ist Schwert bezieht seine Kraft aus den Anhängern. Jeder Anhänger verleiht dem Schwert neue Kräfte. Und unter Ausrüstung kann ich das ändern. Rotes Triotech lernen. Das ist wichtig. Denn nur so kommen wir dann später weiter. Schaut mal, hier ist ein Gummistein, der aus dem Loch fiel. Das sieht merkwürdig aus, für was er wohl gut ist. Vielleicht kann uns Leon weiterhelfen. Gute Idee, wir sollten zurück nach Traverse und ihn fragen. Aber ich bin Steuermann. Nein, lass den Steuerknüppel los. Hey, ich habe das Schlüsselschwert, ich bin auserwählt worden. Aber nicht zum Piloten. Geht das wieder los? Na gut, jetzt haben wir diese Welt hinter uns. Jetzt kann ich mich hier umkümmern. Außerdem, was ich gemerkt habe, im ersten Kingdom Hearts, also im normalen Kingdom Hearts, ist es so, dass dieses Anvisieren-Ding immer
mit dem Kreis ging. Also ist immer dem Kreis gefolgt. Zum nächstbesten Ziel, was in der Richtung lag. Jetzt kann ich das Ding frei bewegen. Das konnte man vorher nicht. Ist mir wirklich erst später aufgefallen, ich weiß, aber trotzdem. Und gut, diese Welt hat eine Stufe 3. Ja. Diese Welt ist Stufe 2, aber ich sage euch, das ist Bullshit. Hier kommen Gegner aus den vorigen beiden Welten vor. Inklusive Gegnern aus Traversdom, glaube ich. Also wird reingehauen.